Hermann, Sie haben das Wort. Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, der Einzelplan 12 im Ausschuss Wissenschaft, Hochschule, Kultur und Medien wurde trotz Feuerübung ausführlich diskutiert. Gern hat hier und auch in den letzten Wochen die Koalition betont, dass sie mehr Geld für Bildung und Forschung ausgibt. Das, meine Damen und Herren, gilt aber auch nur, wenn man als Maßstab den eigenen Kürzungshaushalt von 2011 und 12 nimmt. Ein Vergleich mit dem letzten Wissenschafts- und Kunstetat, den die SPD 2010 in Regierungsverantwortung verantwortet hat, reicht nämlich aus, um zu sehen, dass der Ansatz, so zum Beispiel für das Jahr 2014, niedriger liegt als im Jahr 2010. So wendet der Freistaat in 2014 nach dem Haushaltsplan dann für das Ressort etwa 25 Millionen weniger oder etwa 1,5% weniger Mittel auf als noch 2010. Und das, obwohl in dieser Zeit die Studierendenzahl gestiegen, die Beschäftigtenzahl in der Kultur- und Kreativwirtschaft gewachsen und auch die Nachfrage nach öffentlicher Forschung nicht zurückgegangen ist, ganz zu schweigen von der Steigerung bei Kosten und Löhnen. Mit unserem in Haushalt gegossenen Handeln haben wir bis 2010 und auch im laufenden Haushaltsverfahren glaubwürdig Prioritäten bei Bildung und Forschung gesetzt. Und ich glaube, meine Damen und Herren, über Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit müssen wir zumindest kurz reden. Zumal der Landesvorsitzende der CDU heute Morgen in seiner Haushaltsrede ja behauptet hat, CDU und FDP hätten den Haushalt aufgestellt, wie es die Sachsen tun würden. Da kann ich nur sagen, für alle Sachsen hoffe ich, dass dies nicht der Fall ist, denn Sie, meine Damen und Herren, von den Fraktionen CDU und FDP sind im Haushaltsverfahren reihenweise ohne Gegenfinanzierung aufgetreten. Das nenne ich verantwortungslos und gemessen an Ihren selbstgesetzten Haushaltsprinzipien auch unanständig. Aber wie wir heute in der Sächsischen Zeitung lesen durften, durfte Herr Unland auf der Zielgeraden ja nochmal 4x10 Millionen suchen, die angeblich gar nicht da sind und die nun für Dienstleistungen ausgegeben werden sollen, die auf dem Telekommunikationsmarkt bereits angeboten werden. Offensichtlich, sage ich da, erodiert die Verlässlichkeit Ihrer Haushaltspolitik wie die Wählerschaft der FDP. Nun zu den konkreten Haushaltsschwerpunkten im Einzelplan. Einig, meine Damen und Herren, sind wir uns beim Thema Lehrerbildung. Die Erhöhung der Kapazitäten an den sächsischen Hochschulen fordert die SPD seit 2 Jahren. Ich gebe gerne zu, mir wäre etwas eine längere als die mittelfristige Perspektive lieber gewesen. Auch ein echtes Quereinsteigerprogramm fehlt noch und die Baumittel für die notwendigen Kapazitäten, insbesondere an den 2 Universitäten in Leipzig und Dresden, sind auch nicht ausreichend untersetzt. Nichtsdestotrotz stimmt die Richtung. Auch bei der Forschungsförderung waren wir uns einig, denn wir beide haben die Aufstockung beantragt für die Landesforschungsförderung und zugestimmt. Aufrichtig wäre es aber sicherlich gewesen zu sagen, dass der Ansatz der Staatsregierung, die etwa 3 Millionen, die hier vorgesehen waren, gerade mal gereicht hätte, um die laufenden Programme abzufinanzieren, mitnichten aber der weiteren Förderung der Forschung an den Fachhochschulen gereicht hätte. Zum Dritten, auch wir sagen, die Berufsakademie Sachsen soll eine Aufstockung erhalten. Im Unterschied aber zur Koalition wollen wir dies mit klaren Vorgaben zur Weiterentwicklung der Berufsakademie verbinden und dies deshalb als Projektfinanzierung zur Schaffung zentraler Dienstleistungen für Öffentlichkeitsarbeit, Studentenangelegenheiten oder aber der Qualitätssicherung verwenden. Deutlichen Widerspruch, meine Damen und Herren, müssen wir jedoch bei der Stellenpolitik anmelden. Trotz weiter steigender Studierendenzahlen setzen Sie Ihre Stellenkürzung fort. Die Hochschulen bekommen also die Freiheit, weiter Stellenstreichungen umzusetzen. In 2014 so zum Beispiel 68 Stellen. Wir fordern deshalb weiterhin, dass Sie die seit Jahren steigenden Studierendenzahlen endlich zur Kenntnis nehmen und diese Stellenkürzungen und KW-Vermerke bis mindestens 2016 aussetzen. Das dicke Ende kommt sonst Ende der Dekade. Nicht ausreichend werden aus unserer Sicht auch die Investitionen bei Großgeräten für die Forschung, wie nicht nur die Landesrektorenkonferenz gesagt hat. Ferner kürzen Sie weiter bei der Nachwuchsförderung. Hier sehen wir einen deutlichen Widerspruch zur offiziellen Linie oder bei Mitteln für Bibliotheken, Gleichstellungsarbeit und Hochschuldidaktik. Das alles will die SPD in einem Pakt für Innovation in Forschung und Lehre absichern und könnte der Freistaat Sachsen nach unserer Einschätzung auch finanzieren. Über die seit Jahren defizitären Zuschüsse für Studentenwerke werden wir anhand von Änderungsanträgen noch debattieren. Ein Wort dennoch noch zum Hochschulbau. Die Staatsregierung, der Freistaat, errichtet Schlösser, auch in Freiberg. Aber zum Beispiel für eine Investition in ein neues Hörzahlzentrum in Freiberg ist derzeit kein Geld da.
Und ohne einen Änderungsantrag der Opposition hätte es nicht mal einen Lehrtitel im aktuellen Haushaltsentwurf gegeben, um hier Planungen vorzunehmen. Das alles zeigt doch, wie widersprüchlich Ihre Politik im Jahr 7 vor Auslaufen des Solis bereits ist. Kurzum, Sie machen nach unserem Eindruck zunehmend Politik an den Menschen vorbei und werden den Bedürfnissen der Hochschul- und Forschungslandschaft nicht mehr gerecht. Ein Beispiel dafür ist für mich der Campus Sachsen. Diese Vokabel soll 600.000 Euro im Jahr kosten, Inhalt aber Ziel und Ausgestaltung bleibt völlig unklar. Oder ein anderes Beispiel. Wir hatten beantragt, einen Haushaltstitel zur Absicherung der Risiken und der Einnahmeausfälle durch Austritt aus der verfassten Studierendenschaft zu schaffen. Nicht zuletzt, um die Risiken bei Verträgen zu Semestertickets abzufangen. Wir ersparen Ihnen heute, diesen Änderungsantrag ein drittes Mal abzustimmen, aber nicht zu sagen, Sie stehen mit der Ablehnung dieses Antrags noch nicht mal für das ein, was Sie mit der eigenen Gesetzgebung verursacht haben. Auch das finde ich unanständig. Auch deshalb werden wir diesem Einzelplan nicht zustimmen. Dankeschön.